ich stehe hier mit Stefan von Schenker Technologies und ja, er hat heute mitgeholfen, bei XMG den neuen Desktop-PC zu enthüllen. Das hört man ziemlich ungewöhnlich von XMG, ein Desktop-PC. Normalerweise kennt man ja nur die Schenker Notebooks. Und ja, da würden wir gerne ein paar Worte zu hören. Ja, es war eine spannende Zeit für uns, das letzte halbe Jahr. Wir sind ja seit 10 Jahren bekannt für Notebooks im High-End-Segment, das heißt ganz schnelle, leistungsfähige Gaming-Notebooks. Und im letzten halben Jahr haben wir erstmals einen Gaming-PC entwickelt, nach dem gleichen Modell. Das heißt, viel Leistung auf wenig Raum. Das heißt, in einem Mini-ITI-Gehäuse haben wir ganz viele schnelle Komponenten reingepackt, schnelle Prozessoren, schnelle Grafikkarten. Und es hat geklappt. Also wir haben es zur Gamescom geschafft und wir haben eben heute den PC vorgestellt. Wir haben ihn hier an den Ständen, zeigen ihn und die Resonanz ist super. Ja, sah auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant aus. Für mich stellt sich ja die Frage, ist er in irgendeiner Weise modifizierbar? Kann man sich selber zusammenstellen, welche Komponenten man haben möchte oder ist das vorgegeben? Nee, wir sind auch da unserem Modell treu geblieben. Das heißt, unsere Kunden können online den PC bestellen und sich selbst die Komponenten aussuchen. Das heißt, fix ist nur das Gehäuse, das Netzteil und die Wasserkühlung. Und alles weitere, Prozessor, Grafikkarte, Speicher, kann sich jeder selbst zusammenstellen, wie er möchte. Großartig. Und wie viel darf man denn für so ein wunderschönes Ding hinblättern? Der fängt an bei 1.149 Euro und in der Vollausstattung, die wir momentan anbieten, also mit den besten Mainboards, mit Overclocking, mit 20 Terabyte Speicher, liegt der bei ungefähr 2.500 Euro. Gut, aber der hält dann auch wieder ein paar Jahre, nehme ich an. Da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wird es jetzt mehr auch in dem Desktop-PC-Bereich gehen in die Entwicklung oder bleibt das Ganze doch eher bei den Notebooks? Also wir bleiben unseren Notebooks treu. Der Gaming-PC ist einfach eine Anforderung unserer Kunden gewesen, dass die gesagt haben, Mensch, könnt ihr nicht mal auch was für uns Gamer machen im Bereich PC? Haben wir gemacht. Aber wir werden im Herbst wieder eine neue Reihe von Notebooks vorstellen. Das heißt, wir werden unserem Notebook-Segment treu bleiben. XMG ist relativ dafür bekannt, dass sie viele Events veranstalten. Diesen Freitag findet ja dann auch die Friday Night Party auf der Gamescom statt. Haben Sie dazu noch ein paar Worte zu sagen? Ja, wir werden in diesem Jahr wieder auf vielen Gaming-Events sein. Wir sind auf den Dreamhacks, wir sind überall unterwegs. Und hier auf der Gamescom machen wir am Freitag unsere legendäre XMG-Party im Gebäude 9, hier um die Ecke. Und ja, wird eine schöne Sache mit DJ und ein paar Drinks und lustige Atmosphäre. Also wir freuen uns da alle drauf. Gut, also noch können alle kommen. Und ja, ich danke mal fürs Interview. Es war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Bitte, gern geschehen. Ich danke.